Wir haben heute Bürgertag im Grünen Bürgerbüro in Görlitz. Ich freue mich, dass ich heute wieder sehr viele interessante Gespräche führen kann. Ich hatte gerade auch schon ein ganz interessantes Gespräch mit zwei sehr engagierten Frauen, die sich mit einer sehr interessanten Technologie für diese Region beschäftigen, wo es um Wertschöpfung geht, wo es um Strukturwandel geht, wo es ein Stück weit um Energie geht. Und das waren gerade sehr, sehr interessante Minuten, die wir miteinander verbracht haben. Wir werden am 24. und 25. Oktober eine Veranstaltung zusammen machen in Ebersbach in Gastorf ein und eine in Görlitz und wollen dazu ganz viele verschiedene Akteure und Partner auch einladen. Und hochinteressant wird das sicherlich dann auch, was dann sozusagen in der Praxis davon genutzt werden kann, wer davon profitieren kann, wie die Kommunen vielleicht mit im Boot sein können. Das war sehr interessant. Ich habe noch weitere Bürgergespräche heute und ein wichtiges Thema für diese Region ist auch das Thema der Direktvermarktung. Direktvermarktung von landwirtschaftlichen und hier erzeugten Produkten. Freue ich mich auch schon sehr drauf, bin ich schon seit einer ganzen Weile sozusagen mit dabei und da gucke ich mal, was wir da gemeinsam machen können. Und ja, ein schöner, bunter, voller Tag heute hier in Görlitz und ja, ich freue mich immer, wenn ich Kontakt habe mit engagierten Menschen, die mir ihre Ideen sozusagen mitteilen und ich gucke mal, ob ich sie unterstützen kann. In dem Sinne wünsche ich allen einen schönen Tag und vielleicht sehen wir uns ja auch mal bei irgendeinem Bürgertag in Bautzen, in Görlitz oder wo auch immer.